Und ich habe in unserem Haus nie einen Fahrstuhl benutzt. Im Funkhaus mit den 7 Etagen. Da warten, das war mir zu langweilig. Bin ich halt Treppen auf. Also ganz wenige, die irgendwo sind es. Also ich kann ja auch nicht behaupten, dass ich nur etwas jung bin. Ich habe meine Jahresringe genauso an mir. Aber die haben sich in ihrem Verhalten so, oh, nee, da können wir uns nicht sehen, da ist so spät, da kommen wir nicht mehr mit der Straßenbahn heim und so. Also man kann sich mit diesem Verhalten keine Gemeinsamkeit mehr erkennen. Die habe ich dann noch am Staatstheater kennengelernt. Die war Schauspielerin, hat da die Anne Frank gespielt. Eine Schweizerin. Und wir haben dann 1961 geheiratet. Überleben war das einzige Interesse, das man hatte. Überleben und anderen beim Überleben helfen. Ich war dann Soldat in Russland während der ganzen Zeit der Rückzüge. Also da ging es darum, also wir hatten Gott sei Dank einen Divisionskommandeur, der also militaristisch also nicht so in die Zeit hineingepasst hat. Der hat uns zusammengeholt und hat gesagt, wir haben nur noch eine Aufgabe, möglichst viele lebendig nach Hause zu bringen. Aber man hat nicht alle heimgemacht. Ne? Die meisten sind irgendwo unterwegs geblieben. Also ich habe am Kriegsende, habe ich meinen Kompass aufgebrochen und habe die Kompassnadel rausgenommen und habe in meinen Stiefelschaft oben einen Schlitz gemacht und habe die Kompassnadel da rein. Und die Kompassnadel hatte ich. Und noch Stecknadel und da sind wir haben uns nur bei Nacht bewegt. Und das immer, immer Richtung Westen. Bis ein paar Kilometer vor die Weichsel. Dann hatten sie uns am Frack, dann war es aus. Es hat also die größte Spur, die es in uns Überlebenden hinterlassen hat, das darf nie mehr, sowas darf nie mehr vorkommen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir also zum Beispiel in der Fernsehspielabteilung über mindestens 6, 7 Jahre immer Projekte gemacht haben unter dem Sammelbegriff, wie kam es dazu? Also wir haben den Kampf um den Reigen gemacht. Der Ertl hat rausgekriegt mit uns zusammen, wer hat die Rosa Luxemburg, wer hat den Liebknecht erschossen. Da habe ich ja überall Regie gemacht. Immer noch die höchste Einschaltquote. Ja. Naja. Hat er bei Ihnen auch die höchste Quote? Nee, das war halt das, wenn man so mit so jemandem arbeiten darf wie dem Jürgens. Das ist einfach eine positive Erfahrung. Wissen Sie, er hat vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher einen schweren Herzinfarkt. Und unsere Aufnahmen bestanden, ich würde sagen, aus über 50% Nachtaufnahmen. Dann habe ich gesagt, Kurt, bleib in deinem Hotel, wir nehmen ein Lichtdunkel, richten alles ein. Er sagt, das kommt nicht in Frage, er war immer da. Also bloß zu seiner menschlichen Qualität, mal von der schauspielerischen abgesehen. Jetzt nenne ich eine Zahl. Wir hatten bei der Raumpatrouille pro Folge 400.000 D-Mark und nicht eine Mark mehr pro Folge. Diesen Bügeleisengriff gab es ja vorher gar nicht. Der kam von der Hochschule der Gestaltung in Ulm und ging dann auf den Markt. Und aus all den Elementen hat der Zehetbauer dann die Ausrüstung für das Raumschiff zusammengeholt. Aber aus Geldmangel. Man, der hat so viel Fantasie gehabt, der hätte sich auch was anderes einfallen lassen können, aber es war kein Geld da. Und es war die erste,
Serie, wo verschiedene ARD-Sender zusammengespannt haben. Dann der Klaus Holm, die Ursula Lilich, der Fritze Beckhaus, das war die Crew, der Fels, war dabei, der Stimmungsmacher. Ja. Und dann war das in den Drehbüchern so angelegt, also dieser Commander McQueen, der wurde ja zu dieser Raumpatrouille strafversetzt, weil er, das war so ein eigener Kopf, das hat, das ist natürlich, sagen wir, aus unserer Denkart entstanden, dass der nicht alles gefallen lässt, wenn der General sagt, du musst dahin, und er meint, das ist scheiße, dann gehe ich lieber in die andere Richtung. Also das ist natürlich von unserer Mentalität ein bisschen was eingeflossen. Und dann wurde dass er eine Art Aufsicht bekommen hat. Und das war dann die Eva Pflug. Die wurde also von der Sicherheitsbehörde, wurde ihm die aufs Auge gedrückt, dass die immer mitfliegt. Ja? Und das war natürlich ein dramaturgischer Kniff. Da konnten viele Spannungen aufgebaut werden, konnten Dinge verheimlicht werden, konnten Dinge entdeckt werden. Das war dramaturgisches Futter. Ja? Also das dramaturgische Konzept war ja angelegt, also nicht Kleinstaaten, sondern Weltregierung. Alle Menschen sind gleich, Frauen und Männer. Also die Kerr hat eine hohe Generalin gespielt und so. Also das waren Männer und Frauen. Und dann hat die Barty das auch im Kostüm ausgedrückt. Die Kostüme für die Frauen und die Männer waren etwa gleich. Und da war die Eva Pflug empört, weil sie konnte keine Rundungen zeigen und so. Also das waren so die kleinen Spannungen, die dann aufgetaucht sind. Da mussten natürlich Kompromisse eingegangen werden ein bisschen. Aber da war schon manchmal ein bisschen Feuer im Ofen. Das Letzte, was ich bei uns gemacht habe, war ja das, oh Gott, Herr Pfarrer. Da musste sogar meine Pensionierung etwas verschoben werden, weil das hat nicht ganz gelangt.